AG, mach mal deinen Lieblingscocktail, den Aperol Spritz. Nichts lieber als das. Dafür brauchen wir ein bauchiges Glas. Normalerweise würde man es in ein Weinglas machen. Ich hatte jetzt kein sauberes hier, beziehungsweise wir haben gar keine Weingläser hier. Da habe ich schon Eis reingepackt und eine Orangenscheibe. Jetzt nehmen wir 6 cl Aperol. Darauf kommt jetzt ungefähr genauso viel Sekt, also auch ungefähr 6 cl. Und on top kommt jetzt ein Schuss Soda. Jetzt ganz leicht umrühren, bloß nicht zu viel wegen der Kohlensäure. Und fertig ist der perfekte Aperol Spritz. Für mehr solche Videos drückt auf das Plus.